Heute fühlt sich hier die Nordostküste von Sizilien mit den umliegenden Bergen, die auch recht spitz sind und über die sich heute Wolken wälzen, fühlt sich an wie Norwegen, fühlt sich an wie Lofoten. Es ist auch relativ frisch und wir sind hier Mutterseelen allein unterwegs. Von daher ist dieser Vergleich zu den Lofoten gar nicht so abwegig. Optisch, akustisch, vom Feeling her ähnlich. Das gefällt uns. Nach einem coolen, wunderschönen Biwak direkt am Meer ziehen wir jetzt wieder weiter. Wir befinden uns immer noch am Capo Vito. Dort gibt es noch eine Menge zu sehen und jetzt versuchen wir mal vorne an die Spitze zu kommen und noch ein bisschen den Kletterern dort zuzuschauen. Gestern hat Samira im Internet recherchiert, dass diese Region unter Kletterern als einer der besten Spots in Europa gilt, und diese 5 Kilometer lange Felswand, auf die wir jetzt gleich wieder zufahren, ja, da soll es mehr als 1000 präparierte, mit Haken versehene Kletterpisten geben. Unseren Pennertouren besteht darin, dass wir mit unserem kleinen Allradautochen ja hier an solchen Stränden, einsamen Stränden wie hier, uns dahin wagen können, wo große Wohnmobile nicht mehr hinfahren können. Und so haben wir heute wieder einen sehr einsamen Platz für uns alleine gehabt. Thank you.
Capo Vito und werden jetzt hier ein bisschen wandern gehen. Wir befinden uns hier am Capo Vito im Kletter Eldorado und hier ist eine Gruppe deutscher junger Leute mit Vergnügen dabei, diese schönen Stahlwände hochzuklettern. Der Bus hier mit dem höher gelegten Radstand ist natürlich gut geeignet, um hier Kletterleute an die Kletterrampen zu transportieren. Wir befinden uns hier in einer herrlichen Grotte am Capo Vito und hier sind natürlich auch coole Kletterer unterwegs. Schon seit 4 Tagen befinden wir uns auf unserem Pennertrip über Ostern 2018 im Nordwesten Siziliens am Capo Vito. Heute sind wir wieder ein Stück von am Kap entlang gelaufen und haben diese fantastische Grotte hier entdeckt. Die ist eintrittsfrei, hier wird kein Kommerz mitgetrieben. Und hier ist es einsam. Und hier trifft man jetzt um diese Zeit auf jede Menge gute, sportliche, junge deutsche Männer und Frauen, die dieses Kletter-Eldorado hier kennen und hier ihren Spaß haben. Und wir schauen zu und wir haben hier auch unseren Spaß. Und es ist eine Landschaft, die uns für vieles, was uns bisher auf der Insel Sizilien eher abgeschreckt hat, einfach fantastisch und jederzeit einen Besuch wert. Also für Leute, die gerne klettern, für Leute, die gerne wandern, für Leute, die gerne auch bivakieren, wild bivakieren. Hier gibt es jede Menge abgelegene Parkplätze, wo man wunderbar auch mit großen Wohnmobilen stehen kann. Und wir fahren immer noch einen Tick weiter mit unserem kleinen Allrad-Autochen und stehen dann Mutterseelen allein. Und das ist einfach brillant. Das findet man nicht mehr überall in Europa. Und hier auf Sizilien ist es sicherlich ja auch für Samira, meine Tochter, noch eine Zukunftsoption. Sieht ganz danach aus, als könnte man hier noch weitergehen, aber wir haben leider nicht damit gerechnet und haben unsere Stirnlampen nicht dabei. Unsere Hunde suchen den Weg und sind in der Grotte nach hinten verschwunden. Luzi jedenfalls. Ja, Samira läuft jetzt von diesem Punkt an aus weiter zum Campingplatz La Bahia oder wie er heißt. Ich laufe zurück und hole sie dort später mit dem Auto wieder ab.
habe ich ganz vergessen. Diese schöne Wand hat natürlich um die Mittagszeit auch eine coole, eine warme Thermik und ist prima für Paragleiter. Hier, dieses San Vito rettet die Ehre Siziliens. Ja, sogar so weit, dass ich hier nochmal überlege herzukommen. Ja. Aber dann klettern wollen können. Man hat das halt auch gesehen, wo mehr Griffe halt sind und Füßen und so. Ja. Hier war das dann. Ja. Thank you.
Seit nunmehr 9 Tagen sind meine Tochter Samira und ich auf der Insel Sizilien auf einer Penner-Tour. Das heißt auf einer Outdoor-Tour, auf einer Autotour abseits der Zivilisation, abseits von Campingplätzen, abseits von Warmduschen, abseits von Hotels und sonstigen Unterkünften, was die Menschheit so gerne im Urlaub benutzt. Wir befinden uns hier an einem einsamen Strand an der Nordwestküste Siziliens. Hier stehen vereinzelt Wohnmobile und wir haben auch neben uns heute Nacht einen Bus stehen sehen mit 2 Franzosen, einem französischen Pärchen, die genauso hausen wie wir. Und ja, gut, zum Pennerleben, zum einsamen Draußensein gehört natürlich auch, dass man ja im Meer schwimmen geht nackt, dass man sich abwäscht mit kaltem, eisigem Wasser und dass das Leben einfach ein bisschen natürlicher ist, ein bisschen härter ist, aber auch bei so einem Wetter wie heute jetzt hier auf der Insel Sizilien einfach schön ist. Es wird allmählich auch warm, sodass wir nackt rumlaufen können und hier stört uns niemand, hier sieht uns niemand, hier meckert niemand. Hier fühlt man sich frei und diese Freiheit ist das, was meine Tochter Samira und ich, weil das wir einfach so lieben.